Hallo und herzlich willkommen bei Melis Backwelt. Heute zeige ich dir, wie du diesen schönen Fünfstrangzopf selber machen kannst. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du das flechten kannst. So kannst du mir schön über die Schulter schauen. Dies ist das Video zu einer ganzen Reihe an Flechtarten, die ich für dich aufnehmen möchte. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit dem Video. Das Rezept ist alles wie immer unten in der Videobeschreibung beschrieben. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit dem Video. Dafür brauche ich Mehl. Ich habe hier Weißmehl oder ein Zopfmehl. Milch, Salz, Butter und Hefe. Ich habe jetzt hier Frischhefe. Man kann auch Trockenhefe benutzen, aber ich habe es festgestellt, mit frischer Hefe geht das einfach viel schneller und besser auf. Die Milch habe ich jetzt einfach aus dem Kühlschrank. Du kannst auch zimmerwarme Milch nehmen, was du hast. Einfach, falls es du erwärmen möchtest, pass auf, dass du nicht über 40 Grad gehst, sonst stirbt dir die Hefe. Das wäre wirklich schade. Ich nehme immer Milch aus dem Kühlschrank und auch kalte Butter. Es geht ein wenig länger, aber der Teig, finde ich, wird einfach viel schöner. Nun wird das Ganze ungefähr 3-4 Minuten geknetet und erst dann kommt das Salz und die Butter hinzu. Ganz wichtig, dass du immer auf der ersten Stufe alles schön verknetest und erst wenn das Ganze richtig schön vermengt ist, gut durchgemischt ist, erst dann auf die zweite Stufe schalten. Schau auch bei deinem Gerät, was da beschrieben ist, hier bei der KitchenAid, nur auf Stufe 1 und 2 kneten. Jetzt habe ich höher geschaltet auf Stufe 2 und das Ganze wird jetzt gut 15 Minuten, vielleicht auch 20, durchgeknetet. Und zwar siehst du jetzt hier, der Teig, er ist noch nicht ganz glatt, also der wird auch gar noch nicht gut sein. Aber ich zeige es jetzt trotzdem mal, wenn man hier so eine Fensterprobe machen möchte, kann man das so ganz vorsichtig auseinanderziehen. Und jetzt siehst du, ja, da geht noch was. Man sieht da noch nicht ganz durch, es zerreißt eher schnell. Also das Ganze weiterkneten. Und das kann wirklich 15 bis 20 Minuten gehen. Jetzt noch einmal, der Teig sieht schon viel feiner aus, samtiger und ich kann den Teig viel dünner ausziehen. Nun kommt der Teig in eine Schüssel hinein, ich gebe da auch so einen Deckel oben drauf, du kannst auch ein Geschirrtuch verwenden oder ein Plastik, einfach etwas zum Abzudecken. Und nun wird der Teig für eineinhalb Stunden bis zwei Stunden auf die Seite gestellt, er sollte einfach auf das Doppelte sicher aufgehen. Mit Trockenhefen eher 2 Stunden, mit Frischhefe kann das auch schon nach 1,5 Stunden soweit sein. Je nachdem auch, ob du Sommer hast, 30 Grad in der Küche oder nur 20, das macht sehr viel aus. Nun werden die Stücke abgewogen, das ist ganz wichtig, dass dann auch alle gleich schwer sind, somit nachher auch alle gleich dick. Mach sie ein wenig rund und nachher länglich. Bringe ich sie in die längliche Form. So bei diesen speziellen Flechtarten ist ganz wichtig, dass alle Stränge wirklich gleich lang sind und auch nur etwa 35 bis 40 cm lang, denn durch das Ziehen, durch das Flechten wird das immer, immer länger und es wird gegen Ende sonst immer dünner. Und der Strang sollte wirklich von vor bis hinten gleich dick sein, sonst sieht man das nachher beim fertigen Zopf, das sieht dann nicht schön aus. Immer Schritt für Schritt ein wenig länglich machen. Das kommt auch immer auf den Teig drauf an. Wenn er ein wenig zu fest ist, kann das sein, dass er dir nämlich reißt. Wenn du gleich von rund auf 35 cm machen möchtest, das geht nicht gut. Darum immer so Schritt für Schritt. Und auch immer darauf achten, dass der Verschluss immer unten ist. Also ich drehe es nicht rundherum, sondern ich walle es einfach hin und her. Sonst, wenn du es flechtest und der Verschluss nach oben zeigt und es da aufgeht, ist der Zopf wieder nicht schön glatt. Und nun geht es auch schon ans Flechten. Bei diesem Fünfstrangzopf ist jetzt ganz wichtig, auf der linken Seite sind immer 2 Stränge und auf der rechten Seite 3. Am einfachsten ist es oben auch, wenn du die äußeren einfach unten hinlegst und die anderen so oben drauf ein wenig andrücken. Und jetzt auch nochmal richten, ob einfach alle gleich lang sind, gleich dick. Und jetzt geht es an das Flechten. Zuerst wird das Ganze überkreuzt. Und nachher mit dem unten links nochmal
gedreht. Nochmal überkreuzen und drehen. Ich sage mir diesen Spruch auch immer auf. Kreuzen und drehen. Kreuzen und drehen. Achte dich auch immer, dass du gleich fest anziehst, dass du nicht zu locker wirst oder zu satt flechtest. Das sollte immer ganz gleichmäßig sein, damit er nachher auch wirklich schön gleichmäßig aussieht. Und so flechtest du jetzt bis zum Schluss, bis es nicht mehr geht. Der letzte noch. Und bei diesem Zopf ist das Spezielle, dass ich ihn jetzt umdrehen muss. So, jetzt ist er in der richtigen Position. Also wir haben ihn eigentlich auf der Seite geflochten und jetzt stimmt es. Das Ende ist nun noch offen. Jetzt kannst du einfach ein wenig in die Länge ziehen, das Ganze schön flach drücken und unten einklappen. Das darfst du aber erst machen, wenn du ihn umgedreht hast, sonst hast du das Ende dann auf der Seite. So, nun gebe ich ihn auf das Backblech. Du kannst es mit oder ohne Backpapier backen, je nachdem, was du für ein Blech hast. Bei mir geht es auch ohne Backpapier. Und das Ganze wird nun mit Ei bestrichen. Du kannst hier einfach ein ganzes Ei nehmen und mixen. Oder ich habe es schnell geshakt und den ganzen Zopf einstreichen. Jetzt einfach noch kurz richten, denn jetzt hast du noch die Möglichkeit, ihn noch ein wenig zusammenzuschieben oder auseinanderzuziehen. Einfach so, dass er schön aussieht. Nachher, wenn er aufgegangen ist, kannst du das nicht mehr machen. Wenn es dir nun gefällt, so wie er aussieht, dann kannst du ihn nun mit Ei bestreichen. Hier einfach schauen, dass du nicht zu viel nimmst, sondern einfach nur ein wenig anstreichen. Wenn du zu viel nimmst, läuft das Ganze runter, sammelt sich auf dem Blech und das Ganze verbrennt dann und sieht nicht mehr schön aus. Also ganz sorgfältig anstreichen, damit sich dann auch hier unten nichts ansammelt. Das Ganze ruht jetzt eine gute halbe Stunde und jetzt wird es nochmals angestrichen. Hier jetzt ganz vorsichtig, wenn es so schön aufgegangen ist. Und dann kommt er bei 200 Grad Umluft ungefähr 35 Minuten, 40 Minuten in den Backofen. Beim Topf könnt ihr auch wie beim Brot, wenn ihr aus dem Ofen nehmt, umdrehen, draufklopfen und wenn es hohl klingt, ist es genug gebacken. Diese Flechtart benutze ich auch sehr gerne, wenn ich Zahlen legen möchte, wenn ich eine 5 oder eine 6 machen möchte. Dafür eignet sich das Ganze sehr gut, da ich mit diesem Zopfart schöne Rundungen legen kann. Sobald der Zopf natürlich ausgekühlt war, wurde er gleich angeschnitten und die Hälfte war am Samstagabend schon verspeist. Aber das ist das Tolle an diesem Zopf, denn durch seine gleichmäßige Form gibt es auch immer die gleich großen Scheiben und niemand hat das trockene Ende. Die einen lieben es ja, die anderen weniger. Und so hat man gleichmäßige Scheiben, auch ideal, wenn man ein Buffet machen möchte. So gibt es keine Anschnitte. Jetzt würde es mich wundern nehmen, wie sieht es bei dir aus? Backst du selber deinen Sonntagszopf, ja oder nein? Welche Flechtart machst du am liebsten? Kannst du überhaupt flechten? Schreib es mir doch unten in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich wünsche dir nun einen ganz schönen Tag und alles, alles Gute und bis bald.